Sei gegrüßt, Freunde, willkommen zurück zur Let's Play Doom 3 BFG Edition hier im Frachtwagen Terminal, wo wir uns im letzten Part, Ende des letzten Parts, diesen Zug hergeholt haben. Und ja, mit dem geht's jetzt in die Ausgrabungsstätte, bin ich der Meinung. Werden wir gleich mal sehen, wohin bringt uns dieser Zug. Genau, da oben haben wir den geholt. Na, konnten wir jetzt nicht mehr sehen. Höhleneingang. Ist hier noch irgendwas versteckt? Negativ. Ja. Oh, danke schön. Klassenstandort 3. Ja, es geht in die Höhlen. Yippie-yay. Ausgrabungstransport. Geile Sache. Ja. Gleich. Ah, zum Glück haben wir den Seelenwürfel. Aua. Schnell nachladen, kommt schon. War's das? Ja, hier wurden die Ausgrabungen. Oh Gott. Ausgrabungen gemacht, wo auch die. Hi. Diversen Artefakte. Artefakte beinhalteten, die hier gefunden wurden. Und dann nochmal auch das Soul Cube. Vermutlich von unseren, sag ich mal, Vorvätern. Die im Kampf um ihre Heimat die Mars verlassen mussten. Und die letzten Überlebenden haben dann Zuflucht auf der Erde gefunden, indem sich dann rüber teleportiert haben, und diese Technik haben wir dementsprechend auch von unseren Vorfahren geerbt, übernommen, kopiert. Zwei! BFG. Was haben wir hier? Als Eileb markiert. Priorität 1, Sicherheitsanfrage von Edmund Gibson Goldstein. Benötigte sofortige Unterstützung. Mehrere Verletzte. Was? Ah, oh, jetzt habe ich da drauf geschossen. Mann! Scheiße. Mehrere Verletztenmeldungen nach Explosion unbekannten Ursprungs. Ich kann von hier aus Schussgeräusche hören. Ja, das ist ja sehr weit gebracht. Ist ja sehr weit gekommen, wollte ich sagen. Au! Hier kommt irgendwas Übles, das weiß ich noch, glaube ich. Hier irgendwas. Ja, ja. Genau, weg. So. Was? Zu. Ah! Oh Gott. Wo war das Leben? War hier nicht nochmal Leben? Nee, habe ich gerade aufgesammelt, ne? Scheiße. Jetzt kann ich durch, okay. What the fuck?
komm her. Leben? Hör ich da Leben? Ich höre es. Da! Mal her damit. Aktiviere den Wartungslift, um die Unterebene der Höhle zu erreichen. Ja, wie war das nochmal? Na, und zwar hier hoch. Und dann konnte man über das Dach. Scheiße. Genau, hier rein. Diesen Komplex. Was war hier? Steuerung entriegeln. Warnung. Lastenlift verriegeln. Zugang zu Lift online. Jetzt haben wir, glaube ich, die Tür dafür geöffnet. Oder, oder? War das hier? Ich glaube, ja. Was war das? Was zum Geier? Habe ich da irgendwas verpasst? Lastentransportprotokoll. Einzelheiten. Ladelisten. Diese Ladung enthält verschiedene kleine Artefakte, die im Forschungsbereich der unteren Ebene verpackt wurden. Aufgrund des Abriegelungstermins ging die Verpackung überall vonstatten. Jedoch sollte der Schaden minimal sein. Autorisiert von Koordinator Bill Curdley. Ey, scheiße. Ach du Kacke. Oh. Wo kommt ihr denn her? Ich spawn da einfach. So, okay. Und jetzt kann ich das holen? Ja, genau. Ich brauche aber mal Leben. Ich hab's auf den Falschen gemacht. Scheiße, ein Dreck. Oh, das ist wieder... Scheiße. 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 Oh, dass die Leiter da wieder hochgezogen würde. Warum das denn? Ey, das ist ja für ein Arsch. Oh, Alter, weil ich schon wieder nicht gespeichert habe, weil die auch nicht. Es gibt kein automatisches Speichern in der Nähe. Oh, Alter. Fuck. Ich hätte gleich auf die BFG oder für den Raketenwerfer umspringen sollen. Oh, zum Rotzen hier ist das. Lasst mich. Ich will auch nicht, dass ihr mich verfolgt. Nachladen. Hätte ich mal gleich so machen sollen. Manometer, Peter. Ja, nee, diesmal nicht. Nochmal. So, kommt her. Autsch. Okay, komm her. Ach du Scheiße, ich hab fast vergessen schon wieder. Mann. So. Jetzt kommt dieser komische Archvile oder was weiß ich. Habe ich ihn.
mein Raketenwerfer. Aber daneben! Peinlich. Okay, jetzt aber weiter hier. Nachladen bitte, ein bisschen schneller, wenn es geht. So, da gibt's Leben. Nochmal den ganzen Murks hier. Kommt her. Ne, erstmal du. So. Dann hier durch. Ne, halt hier. Warte, erstmal da. So. Presse. So, jetzt nehmen wir mal. Aua. So, die seilen sich da quasi ein ab. Ich dachte, die spawnen da einfach nur. Noch einer? Okay, das ging jetzt wesentlich besser. Jetzt. So. Und jetzt warten wir mal hier auf den Kollegen. So. Problem gelöst. Und da unten trudelt er an. Sehr schön. Gut, dann haben wir das jetzt schon mal. Ich warte mal hier. Nee. Sicher, sicher. Nicht, dass ich mich da irgendwo noch einklemme oder was weiß ich. So, hoppala. Und runter. Geht das tief runter, ne? Unangenehme Geräusche. Ich sehe Lava. Alles nicht so cool. Okay, ich würde sagen, wir speichern mal. So. Ach, jetzt wird... Aha! Okay, wurde jetzt automatisch gespeichert? Blöd. Scheiße. Scheiße. Okay, ich habe hier noch recht viel Bewegung. Alter, was ist denn... Kann er damit aufhören? Okay, das wird gerade gar nicht mehr lustig. So. Ja, bitte. Kann ich jetzt hier hoch? Danke. Schade, hat ihn nicht ganz erledigt. So, dann hier rein. Autsch. Jesus.
Hoch, runter, hoch, runter. Alter. Alter. Okay, finde die Sicherheitskarte, um Zugang zur Ausgrabungsstätte zu erhalten. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht durch? Nee. Okay. Oh. Brauch mal Leben. Her damit. Ja. Jetzt hier runter, ne? Oh Gott. Runter. Oh, das hasse ich jetzt wie die Pest gleich. Ja, ich speichere schon mal. Wer sich sowas ausgedacht hat, nee. Kann ich hier irgendwo... Aha. Genau deswegen habe ich gespeichert. Mann. So. Hier rauf. Und dahin. Darauf. Und darauf. Und hier hin. Dann hier runter. Leiter ausfahren. Und so komme ich wieder hoch. Geile Sache. Und wir haben sogar einen Überlebenden. Was machst du hier? Du machst sie noch auf uns aufmerksam. Dann werden sie kommen. Verschwinde hier jetzt. Nimm diese Schlüsselkarte, damit kommst du zur Oberfläche. Ach so. Ich dachte, normalerweise bedankt man sich, dass man versucht zu helfen oder... Hey Mensch, ich bin froh, endlich mein anderes Gesicht zu sehen. Irgendwas, was in der Art. Aber natürlich ein gutes Versteck hier gesucht. Muss man ihm mal zugestehen. Andersrum. So. Ey, warte mal, das... Kommt man denn dahin? Hä? Das ist BFG-Munition, aber... Keine Ahnung. Naja, ist auch nicht so schlimm. Wir sind ja ganz gut bestückt. Okay, das heißt wieder hier rein. Dann hier rein. Alter. Oh, sogar mal wieder ein PDA. Robert Cody. Warnung, alle. Dieser Bereich wird aufgrund struktureller Instabilität abgeriegelt. Sobald das Wissenschaftsteam alle Forschungsartefakte in die oberen Ebene transportiert hat, wird die Abschaltung eingeleitet. Alle Mitarbeiter müssen über den Termin der Abriegelung informiert werden. So etwas wie in Phase 1 darf nicht noch einmal passieren. Die jeweiligen Schichtführer erhalten detailliertere Erfassungen der unten stehenden Aufgabenlisten. Baucontainer versiegeln Team 2. Tragbares Ausrüstung entfernen, Typ 7. Generator abschalten, Teil Leeson. Sicherheitsabregelung, Brad Stevens. Filterkammer abschalten, Brad Stevens. So, mal schauen, was der uns zu sagen hat hier, der Robert Cody. Audiobericht zu gefährlichen Arbeitsbedingungen in den Höhlen unter Delta. Ich bin Bob Cody. Heute ist der 18. Oktober 2145. Meine Jungs verkabeln gerade die Generatoren neu. Wir können das nicht zu Ende machen. Wir hören heute auf. Dieser Job ist das Risiko nicht wert. Wir holen unser Zeug und machen den Laden dicht. Wir nennen sie Heuler, weil es so anfängt. Erst kommt das Heulen, dann wird lautes Kreischen. Dann bebt die Erde. Der Mars. Wie blöd. Es ist nicht möglich, auf den Stegen zu laufen und lebensgefährlich mit Strom zu arbeiten.
Einige Jungs drehen wegen den Geräuschen durch und ich verstehe das. Was wir hören, ist total unnatürlich. Wenn jemand rausfindet, was das für Heuler sind, machen wir den Job fertig. Ansonsten warten wir ab morgen auf einen neuen Einsatz. Ja, die Heuler. Jetzt ist es eh zu spät für dich. So, E-Mail. Wartungsleitung, Generator, Reparaturen erforderlich. Mr. Cody, mehrere Teams, die in den Höhlen arbeiten, melden das Versagen von mindestens einem Dutzend Generatoren nach der seismischen Aktivität neulich. Bitte trommeln Sie Ihr Team zusammen und melden sich bei der Wartungsaufsicht für einen detaillierten Bericht. Wir müssen diese Generatoren so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringen. Vielen Dank, die Wartungsabteilung. Mark Robertson, sorry, altes Haus. Hi, Bob. Ich habe gesehen, dass du schon wieder für die Generatoren eingeteilt bist. Viel Glück bei den Heulern da unten. Du musst vor allem darauf achten, dass dein Team konzentriert bei der Sache bleibt. Ich war letzten Monat unten und weiß, wie schwierig das sein kann. Besonders bei all den Beben. Melde dich, wenn du frei hast. Dann gehen wir in einem der Gemeinschaftsräume mal einen heben. Bis bald. Mark. Ja. Da möchte man nicht runter. Hallo! Das kannst du doch nicht tun. Oh. Ich höre da was. Alter! So, und du gehst so bitte down. Danke. Uncool. Boah, was. Junge, beruhig dich! Das ist meine Granate. Alter, zwei Stück von denen. So, den kriege ich da so ein bisschen schlecht. Gut. Zugang zu den Lastkränen. Ach, der Shit. Ja, ja. Das ist dämonische Energie, würde ich mal meinen. Recht unnatürlicher Knochen. Hi. So, das heißt... Oh Mann. Ist der nächste da oben? Machen wir so platt. Ist der andere? Ich höre sie die ganze Zeit, aber... Da. Heilige Scheiße. Oh, das ist eine gefährliche Tonne. Noch einer. So. Kran zur Ladeposition zurückrufen. Okay, nee, müssen wir nicht. Nur, achso, nur weil es... Wenn wir es gegebenenfalls versemmeln. Okay. Wir müssen darüber. Das heißt, wir müssen einmal drehen. Kurz mal schauen. Was war das hier? Ja. Ich speichere lieber mal ab. Sicher ist sicher. Hoppala. Genau deswegen habe ich gespeichert. Scheißdreck. Nur aber. Okay, vielleicht, ja doch, das muss klappen. Warte mal, was ist denn... Warte mal. Irgendwas muss ich da anders noch einstellen. Leerlauf. Alter, jetzt falle ich rückwärts runter. Mann!
Das gibt's doch nicht. Wir schaffen es so schon noch rüber. Keine Sorge, keine Sorge. Das kriegen wir schon noch hin. So. Alter. So. Zack. Geht doch. Okay. 30 Leben verloren, aber passt. Wir sind drüben. Oh, gib. Kann ich denn nicht durch? Wie behindert ist das denn? Okay. Ei! Ticker, Klicker, Klicker. Oh ja, hier war irgendwas Ekliges. Hier war irgendwas Böses, glaube ich. Ja, ja. Ich möchte wieder zurück. Ist das möglich? Cool. Ja, und jetzt spawnt jede Menge Shit. Alter! Oh. Andere Waffe. Sonst noch irgendwas hier? Oh, Leben? Leben? Gott im Himmel. Oh. Das war jetzt stressig. Das ist immer so eine Situation, wo man sich fragt, was kann noch schlimmer kommen halt, ne? Aber ich glaube. Ich und meine große Fresse. Alter, mega Scheiße. Oh, okay. Fuck it. Krieg's noch hin. So. Zacka! Ja! Geskillt rübergekommen. Ich bin so gut. Hey? So, da ist jetzt niemand, ja? Ja! Genau! Pisser! Ey, Mann, ich habe schon wieder erschrocken, erschreckt. Ja, Ticker, Klacker, Ticker. So, ich nehme jetzt erstmal alles auf. So, Leute, wir machen jetzt hier einen Cut. Beim nächsten Mal probiere ich das nochmal. Und dann kriegen wir auch wahrscheinlich, hoffentlich auch diesen Kack-Hell Knight da im Fahrstuhl um. Den bringen wir hoffentlich um, wollte ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, wenn's für das Let's Play Doom 3 BFG Edition. Ciao.